Willkommen bei Schwanger was jetzt. Heute starten wir mit einer Serie von Erfahrungsberichten über Frauen nach einer Abtreibung. Ich lese euch heute den Fall von der Marie vor. Ich habe immer eine Familie gewollt. Mit 19 Jahren, nach dem Abschluss an einer Klosterschule, hatte ich jedoch das Gefühl, das Leben nun erst richtig genießen zu müssen. An der Klosterschule hatte ich Werken und Hauswirtschaft gelernt und nicht viel Kontakt zur Außenwelt gehabt. Die Sehnsucht in mir nach Liebe, die ich weder ausreichend von meinem Vater bekam noch im Kloster, ließen mich meine eigenen Wege gehen. Trotzdem hatte ich Angst vor festen Beziehungen. Meine Abtreibung geschah dann aus Scham, aus Verlassenheit und aus Angst vor dem Gerede der Menschen. 37 Jahre lang litt ich danach unter Schuldgefühlen. Es war mir sofort bewusst gewesen, dass ich etwas Schlimmes getan hatte. Ich litt sehr darunter und hatte auch körperliche Beschwerden. Hoffnungslosigkeit, Trauer und Kummer spürte ich in mir und es war mir absolut bewusst, dass es von der Abtreibung kam. Es hat mir buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Meine Persönlichkeit war zerstört und ich lebte mit einer Maske, die mich immer fröhlich zeigte. Als ich gläubig wurde, wurde mir sofort bewusst, dass ich es an Gott abgeben musste. Das tat ich und bekam so neue Hoffnung und Freude. Trotz allem war ich ein fröhlicher Mensch mit Lachen und Singen und Musik. Heute denke ich, dass ich das gebraucht habe, um mich selber zu spüren. Als ich zum ersten Mal von dem Safe One Kurs erfuhr, hatte ich sofort das dringende Bedürfnis, durch den Kurs zu gehen und mich von Gott heilen zu lassen. Auch um neues Vertrauen in mich selbst und in mein Umfeld zu bekommen. Ich fühlte mich von der ersten Seite an sofort verstanden, durch die Worte der Kapitel und die biblischen Zusagen. Von Woche zu Woche bekam ich eine neue Sicht für das Vaterherz Gottes, eine engere Beziehung zu ihm, Vertrauen, ihm alles sagen zu können und mich von ihm auffangen zu lassen. Die Heilung durch die Arbeit in dem Kurs betraf nicht nur meine Abtreibung, sondern es begann auch eine neue Beziehung zu meiner Familie. Vor allem weiß ich heute, dass das, was Gott über mich sagt, die Wahrheit ist und mein Leben eine neue Perspektive hat. Ein herzliches Dankeschön an den Verein Safe One, der uns diese Erfahrungsberichte zur Verfügung gestellt hat.